Okay, Leute, es gibt eine relativ neue und sehr zukunftsträchtige Art, nachhaltig Energie zu gewinnen, die kaum einer kennt und mit der kaum einer rechnet. Eine Energiequelle, die aus der Natur kommt, sogar CO2 einspeichern kann, keine Flächen verbraucht, relativ günstig sein soll und sowohl Kraftstoff für Autos und Flugzeuge sein kann, aber auch gleichzeitig essbar ist. Die Rede ist von Algen. Doch bei all diesen ganz krassen Mega-Vorteilen, warum redet dann keiner davon? Und wie realistisch ist das Ganze wirklich? Wird es wirklich bald Algenkraftstoff in Deutschland geben? Um all das zu beantworten, bin ich einfach mal dahin geflogen, wo dieser Kraftstoff unter anderem hergestellt wird. Nach Indien. Und da habe ich mit einem Team gesprochen, das mir erlaubt hat, diesen Kraftstoff genauer unter die Lupe zu nehmen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Dr. Watson. Übrigens, wenn ihr zu den vielen Menschen zählt, die sich für 2024 vorgenommen haben, mehr für die Natur zu tun, dann habe ich am Ende des Videos noch eine Kleinigkeit für euch. Den ersten 200 von euch schenke ich nämlich einen Monat Naturschutz bei der Organisation Planet Wild und zwar in eurem Namen. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Die Menschheit braucht immer mehr Energie. Dafür wurden in den letzten Jahrzehnten vor allem Erdöl, Kohle und Gas genutzt und die Konsequenzen daraus kennen wir alle. Um den steigenden Energiebedarf nachhaltig zu stillen, wurden schon viele verschiedene erneuerbare Energiequellen gefunden. Besonders für Wärme- und Stromerzeugung gibt es inzwischen schon sehr viele Lösungen. Allerdings sieht das Ganze bei den Kraftstoffen, die vor allem im Transportsektor eine Rolle spielen, noch etwas anders aus. Hier gibt es noch immer keine wirklich guten Alternativen zu Erdöl. Und nicht jedes Transportmittel kann auf E-Mobilität umsteigen. Jedoch trägt gerade der Transportsektor zu einem erheblichen Anteil zum Energieverbrauch bei. 2021 hat der Verkehr durch die Verbrennung von Kraftstoffen alleine in der EU rund 740 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Das entspricht ungefähr 21% aller Emissionen der EU aus diesem Jahr. Alternativen bieten hier Biokraftstoffe oder auch Wasserstoff. Doch auch die haben leider ihre Nachteile. Schaut euch dazu gerne mal unser Video über Wasserstoffautos an. Aber long story short, auch bei den herkömmlichen Biokraftstoffen ist unter anderem der Flächenverbrauch ein großes Problem. Für die Herstellung mancher Biokraftstoffe werden Nahrungs- und Futterpflanzen wie Mais, Getreide, Raps, Palm oder Sojaöl genutzt. Das nennt man dann Kraftstoffe der ersten Generation. Und diese Pflanzen müssen irgendwo angepflanzt werden und stehen so auch in Konkurrenz zu unseren Nahrungsmitteln. Es braucht also weitere Lösungen, um wirklich nachhaltige Kraftstoffe herzustellen. Und hier gibt es inzwischen eine sehr vielversprechende Lösung und das sind Algen. Algen zählen zu den Biokraftstoffen der sogenannten dritten Generation und sollen die perfekte erneuerbare Ressource zur Herstellung von Biokraftstoffen sein. Das liegt vor allem daran, dass Algen zum einen sehr schnell wachsende Organismen sind und zum anderen außer Licht und Nährstoffen, vor allem Kohlenstoffdioxid, nicht viel mehr brauchen, um daraus dann Biomasse erzeugen zu können. Aber wie gut sind Algenkraftstoffe wirklich? Könnte das unsere Zukunft sein? Um diese Frage zu beantworten, habe ich ein Institut auf der anderen Seite der Welt besucht, und zwar TERI in Mumbai, Indien. Und ja, es mag sehr komisch wirken, dass ich für ein nachhaltiges Projekt nach Indien fliege, aber ich war sowieso schon für ein ganz anderes Projekt in Indien unterwegs und da hat sich das einfach super kombinieren lassen, auch mal bei diesem Projekt vorbeizuschauen. Und natürlich ist das hier auch keine Werbung. Um Algenkraftstoff effizient herzustellen, braucht es vor allem Wärme und viel Sonnenlicht. Und das bietet Indien, anders als Deutschland. Gesprochen habe ich dort mit einem der Forschenden, der mir auch die Anlage gezeigt hat. Diese Anlage ist ein Test, aber trotzdem hat sie bereits ein Fassungsvermögen von 100.000 Litern. Okay, aber erstmal von vorne, was sind genau überhaupt Algen und warum kommen sie gerade zur Herstellung von Kraftstoff in Frage? Algen sind im Wasser lebende Organismen, die Photosynthese betreiben. Das heißt, dass sie nicht nur selber kein CO2 herstellen, sondern sogar CO2 speichern und in Sauerstoff umwandeln können. Die Hauptbestandteile von Algen sind Kohlenhydrate, Proteine und Lipide, also natürliche Öle. Und gerade das Öl ist in großen Mengen vorhanden, viel mehr als in anderen Pflanzen. Das macht Algen zu einem perfekten Ausgangsmaterial für die Erzeugung von Biokraftstoffen. Jeder Hektar Algen soll einen Ölertrag von mehr als 47.000 Litern Kraftstoff erbringen. Zum Vergleich, Palmöl bringt als Biokraftstoff pro Hektar nur etwa 4.500 Liter Öl und Soja sogar nur um die 378 Liter. Unterschieden werden Algen zwischen Makro- und Mikroalgen.
Als Rohstoff für die Kraftstofferzeugung können prinzipiell beide Algenarten verwendet werden, besser geeignet sind jedoch die Mikroalgen. Diese haben eine schnellere Wachstumsrate und können das ganze Jahr über geerntet werden. Außerdem können sie überall gezüchtet werden, so auch auf marginalem Land, also Land, das durch unfruchtbare Böden sowieso nicht für die Landwirtschaft nutzbar wäre. Ein weiterer Vorteil von Algen ist, dass bei der Herstellung der Algenkraftstoffe zusätzlich Nebenprodukte anfallen. Da für den Kraftstoff nur die Lipide gebraucht werden, bleiben die in der Alge enthaltenen Kohlenhydrate und Proteine übrig, aus denen sich dann zum Beispiel sehr hochwertiges Tierfutter, Dünger, biologisch abbaubares Plastik oder auch Menschennahrung herstellen lassen. Es würden sogar so viele Nebenprodukte entstehen, dass allein diese reichen würden, um global alle Tiere in der Tierproduktion zu ernähren. Wow! In der Praxis heißt das, in Zukunft müsste zum Beispiel kein Regenwald mehr für den Anbau von Soja gerodet werden. Noch sinnvoller wäre es jedoch, die Algenbiomasse direkt als Ernährung für den Menschen zu nutzen. Die enthaltenen Nährstoffe sind sehr hochwertig und durch die vielen Antioxidantien sogar auch noch sehr gesundheitsfördernd. Damit könnte sich auch das Problem der Lebensmittelsicherheit lösen. Und als wäre das nicht schon alles genug, die Herstellung des Algenkraftstoffes verbraucht, anders als bei den sonstigen Biokraftstoffen, kein Trinkwasser. Die Herstellung benötigt lediglich Meerwasser, von dem wir zum Glück mehr als genug haben. Noch dazu besitzen Algen die Fähigkeit, Wasser reinigen zu können. So können Algen genutzt werden, um verunreinigtes Wasser, zum Beispiel industrielles Abwasser, zu säubern und gleichzeitig dabei sauberes Benzin zu produzieren. Und jetzt kommt das, was ich echt am krassesten finde. Algentreibstoff soll laut dem Team in Indien in den nächsten Jahren mit Literpreisen von 60 Cent möglich werden. Und das ist auch die Meinung von anderen unabhängigen Experten, mit denen wir gesprochen haben. Unter einem Euro pro Liter Biokraftstoff ist definitiv realisierbar. Damit wäre der Algenkraftstoff deutlich günstiger als die aktuellen Benzinpreise von ca. 1,70 Euro. Und umso mehr investiert und in Massen produziert wird, desto billiger wird es. Okay. Algen sind eine CO2-einspeichernde, schnell nachwachsende, erneuerbare Ressource, die nur sonst eh unbrauchbare Landflächen verbraucht, kein Trinkwasser verschwendet, sogar Wasser reinigt, noch dazu den Regenwald schützen könnte und auch noch für eine weltweite Ernährungssicherheit sorgen kann. Holy shit! Aber wenn Algen doch so eine super geile, mega krasse Ressource sind, die für alles eine Lösung ist, warum ist sie dann doch nicht überall? Warum investiert nicht die ganze Welt da rein? Okay. Zuallererst, wirklich Sinn ergibt der Algenkraftstoff primär leider nur bei Flugzeugen und eventuell noch dem Schiffsverkehr. Für Autos sieht das anders aus, denn hier ist die Elektromobilität einfach die effizienteste Möglichkeit, sich fortzubewegen. Allein in dem Hinblick, dass die Produktion des Algenkraftstoffes selber sehr viel Strom verbraucht, den man ja auch einfach direkt in ein E-Auto packen könnte. Allerdings kann es für Flugzeuge eine wirklich vielversprechende Lösung sein, da hier Batterien nicht in Frage kommen und der Algenkraftstoff tatsächlich CO2-neutral und sogar CO2-negativ sein kann. Hier kommt es darauf an, wie der Herstellungsprozess aussieht, da dieser sehr energiebedürftig ist. Die größten Einflüsse auf die Umweltbilanz haben der verwendete Dünger und die Elektrizität. Allerdings gibt es für beides bereits jetzt schon gute technologische Lösungen, sodass die Kraftstoffe wirklich CO2-negativ sein können. Warum der Algenkraftstoff trotzdem noch nicht großflächig auf dem Markt für das Fliegen genutzt wird, hat primär einen Grund. Geld. Zum einen bleiben fossile Kraftstoffe bis heute leider unschlagbar günstig und machen so einen Wettbewerb für generell alle nachhaltigen Ressourcen extrem schwierig. Dass das so ist, liegt zwar nur daran, dass der Preis von fossilen Energieträgern nicht die Umweltkosten beinhaltet und so nicht wirklich den tatsächlichen Preis widerspiegelt, aber so funktioniert nun mal leider unser Wirtschaftssystem. Zum anderen werden Algenkraftstoffe bis jetzt nur in sehr kleinen Mengen und hauptsächlich zu Forschungszwecken gewonnen. Das macht vor allem die Abschätzung der möglichen erzeugbaren Mengen sehr schwierig, da diese nur auf Hochrechnungen beruhen, die sich nicht unbedingt auf industrielle Großproduktionen übertragen lassen können. Wirtschaftlich rentabel wird der Kraftstoff aber erst bei solch einer großflächigen Massenproduktion. Und um diese zu starten, muss zu Beginn vor allem viel Geld investiert werden. Unternehmen müssen sich erst einmal komplett neu aufstellen. Noch dazu sind die neuen Technologien sehr teuer und der Prozess verbraucht viel Energie, die für eine positive Umweltbilanz aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Das alles verursacht immense Kosten und stellt ein hohes Risiko dar, das für ein Unternehmen alleine viel zu groß wäre. Deswegen muss laut den Experten, mit denen wir gesprochen haben, Unterstützung vom Staat mithilfe von Steuergeldern erfolgen. Okay, sind Algen der Kraftstoff der Zukunft?
Der Eigenkraftstoff bietet ultra viele Lösungen und könnte so tatsächlich ein wichtiger Baustein für eine nachhaltigere Zukunft sein. Eine Zukunft weg von fossilen Kraftstoffen. Aber er ist eben auch nur ein Baustein von vielen und nicht die eine Superlösung, nach der wir nichts anderes mehr tun müssen. Algen werden uns vielleicht bald schon helfen können, die Emissionen im Flugsektor zu reduzieren, was schon mal eine riesige Sache wäre. Hier auch ein Appell an die Politik, bei solchen Innovationen für die richtige Unterstützung zu sorgen. Nichtsdestotrotz, tanken werdet ihr ihn persönlich wahrscheinlich nie. Und generell bleibt es trotz solcher guter Lösungen an erneuerbaren Energien und Innovationen leider unausweichlich, dass wir unseren Energiekonsum trotzdem zusätzlich reduzieren müssen. Da führt leider so oder so kein Weg in der Zukunft dran vorbei. Und auch E-Fuels sind leider keine Alternative zur E-Mobilität. Warum das so ist, das erklären wir euch in diesem Video hier. Und bevor ihr jetzt ins neue Jahr startet, hätte ich noch eine wichtige Sache. Laut diversen Umfragen ist nämlich ein sehr häufig vorkommender Jahresvorsatz im nächsten Jahr, mehr für die Natur zu tun. Und aus diesem Grund möchte ich euch ein Team aus Berlin vorstellen, das sich einer echt wichtigen Sache verschrieben hat und auf eure Unterstützung angewiesen ist. Planet Wild ist eine Naturschutzorganisation, die jeden Monat ein großes Projekt durchführt, um unseren Planeten zu schützen und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zufügen. Und ihre Projekte sind auf die monatlichen Beiträge einer Community angewiesen, die die Erhaltung unserer Ökosysteme unterstützen möchte. Wenn ihr also schon länger den Wunsch hattet, etwas für die Erhaltung der Natur zu tun, dann ist die Unterstützung einer Organisation wie Planet Wild schon ein sehr, sehr guter Anfang. Bei Planet Wild gefällt mir außerdem besonders gut, dass sie zu jedem ihrer Projekte ein YouTube-Video machen, in dem man mit eigenen Augen sehen kann, was die Community gemeinsam bewirkt. Wenn ihr also jetzt ein Teil dieser Community werden wollt, dann habe ich noch ein besonderes Angebot für euch. Für die ersten 200 Leute, die sich über den Link in der Videobeschreibung bei Planet Wild anmelden, werde ich den ersten Monat übernehmen und ihr könnt natürlich auch jeden Monat kündigen und die Mitgliedschaft pausieren, wenn ihr das wollt. Ansonsten guten Rutsch, frohes neues Jahr und bleibt neugierig. Euer Cedric.